Hallo, wir von Infineon haben uns vorher gedacht, als Halbleitererzeuger mit einem großen Fokus auf Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit, dass wir eben mit diesem Briefing E-Vehicles und Smart Accessories für einen grüneren Arbeitsweg in das neue IMM-Jahr starten. Es war im Vergleich zu unserem letztjährigen Briefing ein eher offeneres Thema, weil wir uns gedacht haben, okay, wir wollen das jetzt nicht künstlich beschränken, die Ideen schon quasi beim Entstehen beschränken. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Offenheit ein Vorteil bei den Ideen war, aber dass auch dadurch neue Herausforderungen entstanden sind bei uns. Also wir haben sehr viel gelernt über unsere Prozesse, was wir vorher nicht wussten, was uns auch nicht so bewusst war. Wo ich jetzt auch Danke sagen muss, ein großes Dank an die Sandra, die da sehr agil geholfen hat und immer mit Rat und Tat zur Seite auch stand von IMM-Seite. Ich habe lachen müssen, weil die Sandra dann meinte, sie freut sich eigentlich auch, dass sie lernen konnte, wie solche Prozesse eigentlich in so großen Konzernen ablaufen können. Also mein Danke, Sandra. Und dann auch noch ein großes Danke an Herbert Kommer, unseren Head of Sales Österreich und Südosteuropa, der wirklich ganz agil und ganz unbürokratisch uns mit Parts und mit Knowledge und mit allem supportet hat. Also auch ein riesen Dank an Herbert. Aber ja, Herausforderungen hin und her. Es sind trotzdem drei mega coole Projekte entstanden, die wir jetzt gern vorstellen würden. Ein kurzer Überblick über die Projekte, zuerst von mir aus noch. Das erste Projekt, das wir vorstellen werden, ist ein E-Moped-Sharing-Projekt. Da geht es die zwei Startups Track E und Go Urban gemeinsam mit dem E-Mobilitätscenter Kärnten und eben in Finia. Und wir wollen an unserem Headquarter in Wien, in Villach, Entschuldigung, Österreich Headquarter in Villach, obviously, den Mitarbeitern E-Moped zur Verfügung stellen, um unser kleines Mobilitäts- und Parkplatzproblem da irgendwie besser unter den Griff zu bekommen. Dann das zweite Thema, was da eben schon gerade angeteasert worden ist. Die zwei Maker, Walid und Robert, haben ein selbstentwickeltes E-Longboard im Rahmen von IMM mit uns gemeinsam noch weiterentwickelt. Ich glaube, da gibt es dann auch eine coole Demo. Aber ich hoffe, ihr habt einen Helm mitgebracht. Ich habe gehört, es geht ziemlich ab. Und last but not least, ein Thema, wo bereits eine Kooperation war mit Infineon bei uns in München, das Startup Illuminosity, die E-Auto-Ladestationen und auch Smart City Lighting Lösungen herstellen, haben uns über IMM quasi Infineon Österreich neu erfunden und wir haben gesagt, wir stellen euch jetzt dann, also Illuminosity, mal der Megaszene in Wien vor.